Emjo, Limonade, ja, ein neues Getränk auf dem Markt, was von einem Influencer kommt, also das nächste Influencer-Getränk. Ob das was kann, wir finden's heraus. Willkommen bei der Foodschau. Ja, im Vorspann hat das gesehen. Emjo Limonaden, habe ich es richtig ausgesprochen? Emjo oder Emjo, yo, ich weiß nicht, ob man so aussprechen sollte, ich weiß es nicht genau, denn ich kenne den Influencer persönlich nicht. Es gibt neue Limonaden, also die eingetroffen sind, auch bei mir, aber nicht per Probopack oder so. Ich war ganz normal im Kaufland und habe sie gekauft. Denn es ist ein exklusives Kauflandprodukt, die gibt es nur da für kurze Zeit. Was ich auch mal so ein bisschen komisch finde, wenn man so ein neues Produkt in den Handel wirft, dass es dann immer nur so für ein, zwei Wochen irgendwie zu kaufen gibt und wenn weg, dann weg. Okay, man setzt damit den Reiz, dass man viel kaufen soll und dass man es wieder irgendwann drin hat, aber ja. Was ich aber viel spannender finde, mir schicken die das nicht mehr zu. Früher hast du sowas noch zugeschickt bekommen, jetzt nicht mehr. Bin ich denen zu kritisch? Ich kriege ja wirklich nichts mehr geschickt. Der Einzige, der mir was schickt, ist Capital Bra. Also die, mit dem Wati, den bekomme ich weiterhin. Da darf ich auch Kritik dran üben, juckt die nicht. Finden die gut, dass ich Kritik dran übe? Kein anderer. Egal ob Shirin, Emjo jetzt, was war es noch vor kurzem, dieses Loco Juice, Loco, Locker, Locker und wie das alles heißt. Und dann, es gab ja so viele Getränke in letzter Zeit. Keiner. Keiner meldet sich dann von denen und fragt mal, ob ich das testen möchte oder schickt eine Promobox raus. Das heißt was, glaube ich. Naja, und jetzt gibt es hier neue Limos. Das kommt von Emir Bayrak. Der Typ hat 6,5 Millionen Abonnenten auf Instagram und TikTok, also im Social Media relativ eine große Nummer. Ich kenne ihn persönlich nicht, ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe von ihm, aber Getränke, die mit Food zu tun haben, das ist eine Zielgruppe für mich. Also gucken wir uns mal an, was diese Getränke können. Es sind Limonaden dieses Mal mit Kohlensäure. Das ist also nicht dieser klassische Eistee-Trend oder was jetzt welche machen mit Saft. Ich habe jetzt auch nicht viel gelesen, dass er ganz viel verspricht hinter diesem Produkt. Also er wollte einfach ein leckeres Produkt machen, eine leckere Limo und es schmeckt einfach lecker, sieht geil aus. Jede Dose hat extrem viel Liebe, Leidenschaft und Arbeit von mir. Ein Jahr Entwicklungszeit. 10% Frucht wird uns versprochen. Zusätzlich sind hier noch Zusätze drin wie Biotin bei dieser Dose, bei der anderen Vitamin B12, bei der anderen ist es Vitamin C. Mal gucken, was es am Ende wirklich ist. Wir haben hier einmal Blueberry Bay, nicht Blue Way. Blue Way ist die Disc, die in meine Playstation kommt, aber das ist was anderes Thema. Ja, kohlensäuriges Erfrischungsgetränk mit Heidelbeer-Birnen-Erdbeergeschmack. Heidelbeer-Birne finde ich cool, Erdbeer finde ich schon wieder ein bisschen speziell. Mit Biotin, 10% Fruchtgehalt, davon 1% Heidelbeere, 1% Birne, 1% Erdbeere. Aber was sind die anderen 9%, anderen 7% dann? Apfelsaft. Wasser, Apfelsaft, Kohlensäure, Birnensaft, Karotten, Säurungsmittel, Zitronen, Erdbeersaft, Konzentrat, natürliches Aroma, Biotin. 29 Kalorien, 7 Gramm Zucker. Ich sag mal, das ist okay. Ich habe jetzt aber nicht mitgerechnet, dass da Apfelsaft drin ist, dass es mit Apfelsaft gestreckt ist. Gucken wir mal bei Mermaid Fantasy. Mermaid Fantasy ist also ein Erfrischungsgetränk mit Wassermelone, Drachenfrucht und Kirschgeschmack mit Vitamin B12, auch wieder 10% Saftgehalt. Ja, aber auch wieder nur 1% von jeder Sorte drin und dann wieder mit Apfelsaft aufgefüllt, was billig ist. Apfelsaft ist immer eine sehr gute Lösung, um halt günstig ein Getränk zu strecken. Bei Apfelsaft haben wir genug in Deutschland und ist halt wirklich billig. Sonst von den Zutaten, es ist aber wirklich überall wenigstens auch der Saft drin, aber nur aus Konzentrat. Konservierungsstoff ist hier noch ein bisschen mit drin, das E202, müsst ihr jetzt mal gucken, gerade gleich, was das wäre. Säurungsmittel, Zitronensäure, Vitamin B12, auch 7 Gramm Zucker, 29 Kalorien. Und dann haben wir noch Orange Family. Das ist ein Erfrischungsgetränk mit Orange, Mandarin, Zitronengeschmack mit Vitamin C. Hier aber dann 6,4% Orange, 3,2% Mandarine und 0,4% Zitrone. Da ist es auch gar nicht mit Apfelsaft dann aufgefüllt. Mandarinensaft, Konzentrat, Kohlensäure, Säurungsmittel. An sich okay. Also jetzt nichts Wildes drin, Karotin. Also auch keine schlimmen Farbstoffe, 31 Kalorien, 7,4 Gramm Zucker. Alles gut. Also hätte schlimmer sein können. Aber bei den anderen beiden Versionen finde ich es ein bisschen schade, dass da halt wirklich so viel Apfelsaft mit reingemischt wurde. Und wir gucken jetzt mal. Ich habe die Dosen natürlich gekühlt vor mir. Ich gieße es wie immer was in ein Glas, damit ihr die Farbe sehen könnt. Ja, das ist der klassische Ton. Puh, riecht ein bisschen speziell. Hat einen sehr leicht künstlichen Touch, obwohl ja nichts Künstliches drin ist. Ja,
Kann man machen, ist anders, also nicht total ekelhaft, also da waren schlechtere. Es hat einen Geschmack nach kräftig Frucht. Heidelbeere, ja, man schmeckt aber auch ein bisschen Apfel, finde ich. Und Erdbeere schmeckt man im Abgang und die schmeckt ein Tick künstlich, finde ich, die Erdbeere. Aber von der Birne schmecke ich nichts. Ich hätte jetzt von der Birne ein bisschen mehr erwartet, weil so Birne ist im Geschmack eigentlich ganz schön geil in solchen Getränken. Es prickelt gut, also hat wirklich so eine schöne Feinperligkeit auf der Zunge, also jetzt nicht so übertrieben. Mir vielleicht ein Tick zu süß. Also ich würde es mir weniger süß wünschen. Ich habe heute echt Sprachprobleme. ist okay. Aber von Blaubeere hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Also Blaubeere mit Birne, Erdbeere, das hätte ich wirklich geil gefunden. Man schmeckt aber, dass Apfel dabei ist. Und das finde ich schade, weil das Ding ja nicht mit Apfel beworben wird. Es ist dann einfach in den Zutaten gepackt. Punktemäßig würde ich hier sagen, aber 3 von 5 Punkten. Es ist kein schlechtes Getränk, würde ich mir aber nicht wieder kaufen. 99 Cent außerdem. Und 99 Cent hatte ich, glaube ich, irgendwann mal erwähnt, aber sicherheitshalber wisst ihr das dann schon mal. Gucken wir uns mal Mermaid Fantasy an. Ob das besser ist. Nicht wundern, dass es nicht tschischt. Ich habe vorhin schon mal für ein TikTok-Video schon mal angefangen und habe das Zischen schon mal genutzt. Aber die Zischen auch, wenn ihr aufmacht. Gucken wir mal, wie die Meerjungfrauen-Fantasie ausschaut. Ja, ein leichter Farbton. Riecht ein bisschen wie ein Kaugummi, so ein Fruchtkaugummi, was ich kenne. Ist das von Five Gum? Irgend so ein Fruchtkaugummi riecht so ähnlich. Da weiß ich nicht. Das schmeckt im ersten Moment, kannst du die Frucht identifizieren, dann kommt extrem die Wassermelone durch und am Ende kommt die Kirsche. Und es schmeckt null nach Drachenfrucht, finde ich. Also Drachenfrucht schmeckt anders. Eine Drachenfrucht ist intensiv, es hat manchmal auch eine leichte Herbe, aber die Drachenfrucht, ja, bei 1% ist halt zu erwarten, dass das nicht wirklich nach Drachenfrucht schmeckt. Das ist halt wirklich so ein Apfel-Wassermelonen-Geschmack und am Ende kommt die Kirsche durch. Also was wie bei der anderen Version, dass die mittlere Frucht, die als drittes, zweites genannt wird, gar nicht drin vorkommt vom Geschmack. Die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich kann mir vorstellen, die ist nicht so süß, finde ich, wie die andere Version, obwohl ich sie süßer erwartet hätte durch die Wassermelone. Die ist okay, aber hier würde ich auch nicht mehr als 3 von 5 geben. Also es ist besser bisher, muss ich sagen, als gedacht. Also die ganzen Influencer-Getränke waren ja so in letzter Zeit wirklich sehr, sehr enttäuschend. Es ist mal eins der besseren, kann man so schon mal sagen. Aber es ist halt nicht der Oberknaller. Probieren wir mal die letzte. Orange Family könnte für meiner Meinung nach, glaube ich, fast nach Fanta Rehe schmecken. Ja, hat so einen herben, sehr herben Geruch. Optisch, ja, klassisch, ne, für Orange zu erwarten. Die kann man machen. Das ist eine erfrischende Orangenlimo. Hat eine leichte Herbe, finde ich überhaupt nicht süß. Also nicht so süß wie die anderen. Also die anderen drei sind weitaus süßer, die Blueberry am meisten. Die hier ist nicht so süß, das finde ich ganz angenehm. Schmeckt nach einer relativ herben Orange mit ein bisschen Mandarine. Zitrone schmeckt es eigentlich nicht, die wird, glaube ich, nur zum Abrunden reingemacht. Aber die kannst du machen. Also die würde ich mir wieder kaufen. Sogar wenn ich Lust drauf hätte, auf einer, wenn die jetzt irgendwo stehen würde an der Tanke, eisgekühlt und ich habe gerade Bock auf irgendwas in der süße Limo, dann ist die ganz lecker. Also hier würde ich sagen 4 von 5. Also die ist wirklich, kann man vertreten. Ich hätte mir nur insgesamt ein bisschen mehr jetzt erwartet nach dem Hype. Und dass da Vitamin C drin ist, ist ein schöner Gimmick. Aber ist das extra nochmal zugesetzt oder ist das einfach nur das Vitamin C, was sowieso in der Orange drin ist? Nee, es ist nochmal zugesetzt sogar. Ja, kann man machen. Also, wie gesagt, Orange würde ich euch empfehlen. Die könnt ihr wirklich mal ausprobieren. Das ist eigentlich ganz angenehm. Es ist so eine etwas herbere Fanta, könnte man sagen. Also ein bisschen nicht so extrem süß. Mermaid, wie gesagt, da vermisse ich halt komplett die Drachenfrucht und dieser leicht künstliche Touch von der Erdbeere. Genau, nicht, dass ich mich hier vertue. Und das hier ist mir insgesamt einfach zu süß. Und da geht einfach die Birne komplett unter. Achso, hier war Erdbeere drin. Sorry, das war hier, was ich hier nicht schmecke. Ich vergesse es wieder schon wieder. Es ist mir nicht im Gedächtnis geblieben. Ist meistens kein gutes Zeichen.
Aber die beiden Versionen, wie gesagt, würde ich nicht wieder kaufen. Sind okay. Wie gesagt, 3 Punkte könnt ihr machen. Sind besser als Shirin und Co. momentan so am Markt, was die da raushauen. Aber sonst ja, verpasst da nicht viel bei diesen Produkten. Es ist cool, dass es wieder was Neues gibt. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Wenn ihr Fans von ihm seid, könnt ihr gerne reinschreiben. Wie gesagt, mir war er nicht bekannt, aber ich kann auch nicht jedem folgen. Ich interessiere mich hauptsächlich für Food. Aber das Thema habe ich nicht mal mitbekommen. Das habe ich erst im Kaufland-Prospekt entdeckt. Aber ihr entscheidet am Ende, ob ihr es kauft oder nicht. Wie gesagt, Orange, nehmt es ruhig mal mit, wenn ihr gerade im Kaufland seid. Für 99 Cent schmeckt echt gut und lecker. Die anderen beiden Versionen, naja. Ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Ich werde jetzt noch 2 andere Produkte für euch schnell testen. Und wir sehen uns eins der nächsten Videos. Bis dahin, ciao, euer Bob.